Im Gelände, auf dem Turnier oder dem heimischen Platz. Es gibt immer wieder Gegenstände und Situationen, die dem Fluchttierpferd Angst einjagen. Damit man Regenschirmen und bunten Gegenständen in Zukunft trotzen kann, gibt es die Möglichkeit des Gelassenheitstrainings. Gemeinsam mit ihrem Pony Tabasco Mo wird Steffi ein paar Gelassenheitsübungen durchführen. Neben einigen Stationen haben wir ihr ein paar Gegenstände mitgebracht, die in jedem Supermarkt erhältlich sind. Um Tabasco, genannt Tiff, seine erste Angst zu nehmen, geht Steffi mit ihm durch die Halle und zeigt ihm die einzelnen Stationen. Steffi und Tiff beginnen mit einer eher harmlosen Übung. Drei weiche Balken in den Farben Blau und Gelb sind zu einem Dreieck gelegt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Pferd die Farben Blau und Gelb am besten sehen kann. Das gelegte farbige Dreieck soll die Aufmerksamkeit, Konzentration und Koordination des Pferdes schulen. Tiff hat kaum Angst vor dem Dreieck und schnell verstanden, wie er seine Beine heben muss, um nicht auf die Balken zu treten. Weiter geht es zur nächsten Übung. Zwischen zwei Ständern haben wir eine Longe angebracht, über die wir Luftschlangen werfen. Steffi und Tiff sollen nun durch den Schlangenvorhang gehen. Die Luftschlangen sind nicht sehr reißfest, sodass Tiff sich nicht in ihnen verheddern kann. Bei den Gelassenheitsübungen sollte man dem Pferd immer den Fluchtweg frei machen. Handschuhe tragen und einen Strick mit Panikhaken verwenden. Nach einigem Zögern lässt sich Tiff überreden, durch den Vorhang zu gehen. Geduld ist bei diesen Übungen enorm wichtig. Das Pferd soll spielerisch an die Aufgaben herangeführt werden und immer die Möglichkeit haben, sich das Geschehen in Ruhe anzugucken. Auch Vertrauen spielt beim Gelassenheitstraining eine sehr große Rolle. Nur wenn das Pferd dem Menschen neben sich traut, lässt es sich auf die vermeintliche Gefahr ein und folgt dem Reiter in der für das Pferd oftmals angsteinflößenden Situation. Als nächstes geht es zu den blauen Müllsäcken, die wir als Plane auf den Boden gelegt haben. Steffi lässt Tiff wieder erstmal selber gucken, um sich mit der Situation vertraut zu machen. Auch weitere Überquerungen machen dem Pony nichts mehr aus. Zeit also, einen Schritt weiter zu gehen. Steffi streicht mit der Plane über Tiffs Hals, seinen Kopf und den Rücken. Nicht nur die auffällige Farbe, auch das knisternde Geräusch kann den Pferden Angst einjagen. Steffi macht ihrem Pony behutsam klar, dass die blaue, knisternde Plane keine Gefahr darstellt. Die Übungen sollten ein paar Mal wiederholt werden, bis das Pferd sich an die Situation gewöhnt hat und die Aufgabe meistert. Natürlich darf auch das Lob nach jeder überwundenen Aufgabe nicht fehlen. Ob verbal, durch Klopfen oder mit einem Leckerli, der Reiter signalisiert seinem Pferd somit, dass etwas richtig gemacht wurde und bestärkt das Pferd dadurch zu Wiederholungen. Die nächste Aufgabe ist für Steffi besonders interessant. Schon einige Male wurden Regenschirme auf dem Turnierplatz zu einer Herausforderung. Zeit also, Tiff einmal zu zeigen, dass ein Regenschirm keine Bedrohung darstellt. Tiff und Steffi sind ein so eingespieltes Team, dass sie den Schirm gleich selbst in die Hand nimmt und Tiff damit konfrontiert. An Steffis Seite kann sich das Pony in Ruhe mit dem Gegenstand vertraut machen. Nachdem der Schirm eingehend von Tiff untersucht wurde, wollen wir nun testen, was passiert, wenn der Schirm in der Nähe geöffnet wird. Der Moment des Öffnens lässt Tiff immer wieder zurückschrecken. Steffi bleibt ruhig und wiederholt die Übung einige Male. Die Gelassenheit, die Steffi auf Tiff überträgt, und die Wiederholungen der Aufgabe lassen Tiff mit der Zeit ebenfalls gelassener werden. Für den heutigen Tag hat Tiff genug neue Eindrücke gesammelt und Steffi ist stolz, dass ihr kleines Pony die Übungen so tapfer mitgemacht hat. Der Vielfalt der Übungen sind keine Grenzen gesetzt. Wer mit seinem Pferd ebenfalls Gelassenheitsübungen durchführen möchte, sollte das immer in einer geschlossenen Halle oder einem eingezäunten Platz und mindestens zu zweit machen.
Panikhaken und Handschuhe sind wichtig, falls sich das Pferd losreißt. Außerdem muss vor allem bei sehr ängstlichen Pferden darauf geachtet werden, dem Pferd immer den Fluchtweg frei zu machen. Wer die Gelassenheitsübungen regelmäßig wiederholt und variiert, wird auf Dauer ein gelasseneres und mutigeres Pferd haben.